eine kleine Musik ist einfach eine Serenade, eine nächtliche Serenade. Ich finde das Stück unglaublich in seiner Schlichtheit, wie er so virtuos mit ganz wenig Elemente von Satz zu Satz so eine Stimmung schafft. Eigentlich ist es total minimalistisch. Er nimmt sich so eine Idee oder zwei und macht einen ganzen Satz, manchmal taktweise nur mit zwei Instrumenten oder so. Ich denke immer, der junge Mozart passt zu Franziska und Jan. Ja, und ich begleite einfach mit diese Abenteuer, dieses Quartett, wo wir zwei ältere und zwei jüngere Leute zusammengekommen sind. Und dieses Stück ist sozusagen den jüngeren Teil des Programms. Dvořáks amerikanisches Streichquartett Opus 96 in F-Dur schrieb er während eines Sommerurlaubs 1893 im amerikanischen Iowa. Und er lässt uns in diesem Werk an seinem Sommerurlaub teilnehmen und verwöhnt uns mit Natur- und Volksklängen, sodass man als Hörer fast schon in eine pastorale Welt sinken darf. Alexander Borodin. Mit dem Musiker verbinden wohl die wenigsten, oder wissen es zumindest, dass er eigentlich Wissenschaftler, Mediziner und Chemieprofessor in Petersburg war. Seine Frau Jekaterina lernte er in Heidelberg kennen. Sie war große Musikliebhaberin. Ihr widmete Borodin sein zweites Streichquartett. Es beschreibt die Erinnerung an ihre erste gemeinsame Zeit, 20 Jahre zuvor, als sie sich kennenlernten und ineinander verliebten. Dadurch kommt dieser wunderschöne Dialog zwischen erster Violine und Cello zustande.